im Lande des stillen Morgens. Im Lande des stillen Morgens lebte einmal ein Kaiser. Im Lande des stillen Morgens lebte einmal ein Kaiser, der zum 20. Jahrestage seiner Krönung beschloss, den Thronsaal seines Palastes mit einem Wandschirm schmücken zu lassen, wie kein Menschenauge je einen schöneren gesehen hat. Er ließ den berühmtesten Maler seines Reiches kommen, der weit entfernt von der Stadt in einer Höhle lebte. Herbei, so schnell er konnte, und fragte den Kaiser nach seinen Wünschen. Zwei Drachen sollst du mir auf den Wandschirm des Thronsaales malen. Einen blauen und einen gelben Drachen als Symbole der Macht und des immerwährenden Friedens. So sprach der Kaiser. Der Maler erwiderte: Lasset eine schwarze Seide weben, so fein, wie noch kein Menschenauge je eine schönere gesehen hat. Darauf will ich den blauen und den gelben Drachen malen. Jetzt kehre ich in meine Höhle zurück, bis die Seide fertiggestellt ist. Der Maler verneigte sich und kehrte in seine Höhle zurück, wo er sich an die Arbeit machte. Sofort befahl der Kaiser, die feinste Seide zu weben, die je ein Menschenauge gesehen hat. Das war nicht ganz leicht. Zunächst mussten im ganzen Reiche die feinsten Seidenraupen gezüchtet werden. Ihre Nahrung bestand aus den zartesten Blättern des Maulbeerbaumes und war so delikat, dass viele der empfindlichen Raupen zugrunde gingen. Lange Zeit verging, bis es endlich gelang, eine genügende Anzahl von Seidenraupen zu züchten, um die für den Wandschirm notwendige Seide zu spinnen. Aber schon begann eine neue Schwierigkeit. Die Weber erwiesen sich als unfähig, mit einem Faden von solcher Feinheit zu weben. Im ganzen Reiche wurde nach den besten Webern mit den schärfsten Augen gefahndet. Thank you.
Schließlich gelang es, auch diese Schwierigkeit zu überwinden. Die Seide wurde gewebt und seit Menschengedenken hat man keine feinere Seide gesehen. Der Kaiser ließ sie auf einem kostbaren Elfenbeinrahmen spannen. Dann sandte er einen Boten zu dem Maler mit der Nachricht, dass die Seide bereit sei. Er möge unverzüglich kommen, um die Drachen zu malen. Aber der Maler erwiderte, er habe seine Vorbereitungen noch nicht vollendet. Der Kaiser möge sich gedulden. Der Kaiser, dessen Geduld schon durch die Herstellung der Seide auf eine harte Probe gestellt worden war, verbarg seine Enttäuschung nicht. Jedoch verstand er, dass der Maler ein Meisterwerk vorbereitete und wartete. Aber jedes Mal, wenn er an dem Wandschirm vorüberging, wurde er ungeduldiger.